Hallo und herzlich willkommen zu meinem News-Video für den April. Wir machen es ganz kurz und knackig. Im April, was steht da an? Chakra-Challenge. Aktuell sind wir noch beim Nabel-Chakra. Im April geht es dann weiter mit dem Herz-Chakra. Und es macht so viel Spaß. Und ich freue mich über jeden, der dabei ist oder der vielleicht auch noch mit einsteigen möchte. Dann habe ich ja immer noch so für mich so persönliche Challenges, die ich jeden Monat mache. Im März war es ja das EFT, wo ich versucht habe, ich habe es tatsächlich nicht jeden Tag geschafft, aber fast jeden Tag, EFT anzuwenden und zu klopfen. Und ich kann sagen, dass mir das sehr gut tut. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das mal ausprobiert habt, wie es euch gefallen hat. Und im April habe ich mir als persönliche Challenge gesetzt, jeden Tag zu visualisieren. Also visualisieren bedeutet, dass man sich vor seinem inneren Auge sein Ziel bildlich vorstellt. Das habe ich damals schon bei meinem Kinderbuch gemacht. Da habe ich mir immer vorgestellt, wie ich mein fertiges Kinderbuch in der Hand habe, wie da mein Name draufsteht und wie ich das meiner Oma und meiner Mama zeigen kann. Und das ist ja tatsächlich so in Erfüllung gegangen. Nicht unmittelbar, nachdem ich das visualisiert habe, sondern es hat dann schon noch ein paar Monate gedauert. Aber es hat definitiv funktioniert. Und ich habe mir jetzt für den April wieder eine neue Sache vorgenommen, die ich gerne visualisieren möchte, ein Ziel, was ich erreichen möchte. Und ich möchte euch dazu einladen, das sehr gerne mal auszuprobieren. Und es gibt da zwei relativ gute, angeleitete Videos zur Visualisierung. Die verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Die benutze ich nämlich tatsächlich sehr gerne. Ich mache das aber manchmal auch einfach nur so, jetzt habe ich gerade Zeit, jetzt visualisiere ich mir mal kurz mein Bild und dann mache ich mit meinem Alltag einfach so weiter. Also wenn ihr da Bock drauf habt, das mal auszuprobieren, sehr gerne. Und dann schreibt mir auch sehr gerne in den Kommentaren, wenn ihr in diesem Monat bei dieser Monatschallenge dabei sein möchtet. Natürlich gibt es auch im April wieder ein Gruppencoaching. Vor meiner Sommerpause wird es noch genau zwei Gruppencoachings geben. Das jetzt im April und dann nochmal eins im Mai. Und jetzt im April ist das Gruppencoaching, wie du endlich deine Ziele erreichen kannst. Und dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Das könnt ihr euch sehr gerne angucken. Es gibt noch freie Plätze, also meldet euch sehr gerne für das Gruppencoaching im April an. Wenn ihr so ein Ziel habt, was ihr jetzt endlich mal für euch selber erreichen möchtet und das gemeinsam mit uns in der Gruppe tun wollt, wobei es völlig egal ist, was das für ein Ziel ist, das ist völlig irrelevant. Und im April gibt es noch was Neues. Im April gibt es endlich zu kaufen meinen Meditationskurs. Und zwar ist das ein 6-Wochen-Kurs, bei dem wir jede Woche einmal eine große Meditation zusammen haben werden. Ihr das nicht live mitmachen müsst, sondern ihr bekommt dann auch immer das Ganze als Audiodatei zugeschickt. Dazu wird es aber in naher Zukunft nochmal ein separates Video geben, aber ich freue mich sehr drauf. Ich habe quasi den Offline-Meditationskurs online für euch aufbereitet, damit auch ihr da mitmachen könnt, weil mir das offline so eine große Freude macht und ich das einfach, dieses Phänomen Meditieren, was mir so gut tut, noch ein bisschen weiter in die Welt tragen möchte und euch noch mehr von euch dazu kriegen möchte, das mal für sich auszuprobieren und zu entdecken, was ich entdeckt habe, wie gut mir das getan hat. Ich glaube, das war's. Ich wollte das Video recht kurz halten und ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich alles gesagt, was jetzt im April ansteht. Natürlich auch Ostern, natürlich steht auch Ostern an, da freue ich mich schon sehr drauf. Da wird es auch noch ein paar Videos zu geben. Ich werde nochmal alle möglichen Infos unten in die Infobox reinpacken. Ansonsten habt ihr ja immer die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben, mir bei WhatsApp zu schreiben, wenn ihr bei meinen WhatsApp-Coaching-Impulsen dabei seid, mir bei Facebook zu schreiben, mir bei Instagram zu schreiben. Darüber freue ich mich immer sehr. Und deswegen würde ich sagen, auf dass wir uns bald hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!